Wir gehen gleich mal rein, dass wir gleich loslegen können. Oh, Zubat hätte sogar Pokerus. Mogelbaum hat hier Pokerus. Hat sonst irgendjemand wildes Pokerus, Zorukex? Boah, der Rest hält sich relativ in Grenzen, ne? Also meine Überlegung war, dass wir, also wir nehmen ja definitiv Zeraora mit. Ich glaube, das steht außerhalb der Fragesektion, dass wir den nicht mitnehmen, wäre einfach nur, glaube ich, immens lost. Boah, ich weiß halt jetzt gar nicht. Ich glaube, wir müssen halt jetzt schon. Also es ist sad, aber ich glaube, das ist so das beste Set, was wir mitnehmen können. Also, dass wir Mogelhieb wegmachen müssen, ne? Und wir könnten halt Whippetiss mitnehmen. Dann bin ich noch am Überlegen, ob wir das auch machen. Irgendwas hatte ich noch überlegt beim letzten Mal. Zwischen 98 Shiny Starter, heilige Kacke. Ich habe überlegt, ob wir Kalflamme trotz allem einfach mitnehmen, weil der einfach ein geiler Boy ist. Ansonsten wäre natürlich auch sowas wie er hier geil. Also Eisenhals wäre wahrscheinlich auch gar nicht so scheiße, weil wir dann direkt eine Bodenimmunität hätten. Und der hat Kraftschub, ne? Das ist halt auch geil. Ansonsten würde ich mal für den Anfang noch das Whippetiss reintun, um zu gucken, was noch weiß. Ah, Lugia haben wir jetzt auch, ne? Lugia natürlich auch wild. Wo ist denn mein Whippetiss? Das ist hier unten. Da haben wir ja nämlich so ein bisschen. Können wir da noch an den Attacken groß was ändern? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber den würde ich hinzufügen. Jetzt haben wir nur noch 5 Punkte, ist halt das Ding, ne? Das ist halt nicht so viel, ne? Eisenhals, doch, natürlich, das ist doch ein Flug-Pokémon. Da bin ich jetzt komplett lost. Hä? Eisenhals ist doch ein ordentlich Flug-Pokémon. Und Stahlfee will man trotzdem auch im Endless mitnehmen. Weil dann müsste ich natürlich überlegen, ob wir das vielleicht noch machen. Boah, Krokel hat halt auch inzwischen so geile Moves, ne? Ansonsten könnte man halt überlegen, Tinkerturn mitzunehmen. Dann hätte man halt zumindest auch direkt einen Mon, wo man sagen kann, yo, der ist halt geil, ne? Komm, wir nehmen den jetzt noch mit. Hätten wir noch einen Punkt frei. Dann packen wir einfach unser Raupi rein, ne? Packen wir unser Raupi rein für noch mehr Glück. Und dann ziehen wir mal los. Dann haben wir eigentlich das Maximum an Glück, was wir für den Anfang so ein bisschen haben können. Haben wir, glaube ich, damit dabei. Und damit sollten wir ja geiler. Guck mal, direkt mit Eisenschweif und sowas starten. Weil wir müssen unsere Pokémon auf jeden Fall. Da können wir die ein bisschen stark machen, würde ich sagen. Ich glaube, die können wir gut hochziehen. Können wir gut hochziehen. Guten Morgen, Mr. M. Guten Morgen, Gabby. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag bis hierhin. Ich glaube, wir nehmen auch mal ein paar Bälle auf jeden Fall mit, weil wir wollen da ja auch ein bisschen was in der Richtung haben. Und dann schauen wir mal. Ja, Mitnahme. Ich hoffe, wir finden vielleicht einen Mitnahmemon im Allgemeinen. Ich meine, sowas wie Zickzacks ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass wir den finden. Der wäre natürlich noch nice. Aber jetzt gucken wir mal. Tinkerton ist sicher auch nicht verkehrt vom Typing. Zur Not einfach nur, um den mit irgendwem zu fusionieren oder so. Weil ich habe nur gesehen, wie Visira lauter Fusions-Pokémon am Ende hatte, die richtig geil waren. Also von dem her kann man das auch machen. Wir können ja unser Whippetiss mal ein bisschen besser preppen, sag ich mal. Mein Tag bestand bisher aus Aufwachen und Downy gucken. Ja, ich muss sagen, also ich bin um 9:30 heute erst tatsächlich wach geworden. War aber auch wieder so bis 0 Uhr wach. Und hab dann am Ende des Tages relativ viel nichts gemacht, indem ich noch irgendwie so eine halbe Stunde da lag. Dann habe ich mir jetzt noch mein, geil, mein Latte Macchiato hier gemacht. Und ansonsten, ja, bin ich halt jetzt in der Streaming-Masse. Wir gehen ja heute noch auf das Streetfood Festival, aber das dauert noch. Da haben wir jetzt nichts mit irgendwem ausgemacht. Deshalb können wir einfach gehen, wann wir wollen. Wir haben nämlich gestern noch bei einem Asiaten bestellt und wir haben eventuell ein bisschen sehr viel bestellt. Da gab es nämlich zum Beispiel so Crispy Inside Out Rolls. Und da, ich sag mal so, Sushi ist irgendwie immer unterschiedlich. Entweder du kriegst Riesensushi, du kriegst winzige Sushis, du kriegst viele Sushis, du kriegst wenige Sushis. Ich kann nicht sagen, das waren viele Sushis. Und das, jo, sogar in Aquana schon. Und das Geilste dran war, dass, oder was heißt das Geilste ist, diese Crispy
Sushi-Rollen haben mich alleine schon so voll gemacht. Das ist der Wahnsinn. Ah, ich muss meine Tickets noch aufmachen, stimmt. Oh mein Gott, jetzt schlüpfen erstmal 40 Eier. Na, dann schauen wir mal, ob da was Geiles mit dabei ist. Aber das klingt auf jeden Fall nach einem geilen Tag, Mister M, bin ich ehrlich. Sancto-Klingel für den, das ist actually ganz geil. Visu-Admiral. Ey, von dem müssten wir jetzt auch langsam. Ich glaube, da haben wir schon alle Egg-Moves inzwischen, weil den habe ich so oft gezogen. Es gibt kein bestimmtes Thema. Es ist halt dieses Street Food World. Also da ist wirklich von aller Welt alles dabei. Deshalb, ich hoffe, dass ich. Also ich habe jetzt nicht vor, heute irgendwas zu essen. Sondern hoffe, dass wir so bis nachmittags einen guten Hunger mitholen. Oder bis abends zur Not auch, ist mir wurscht. Aber dass wir fahren halt erst los, wenn wir wirklich beide sagen. Oh! Lol, das ist sogar. Ist das Custom? Nee. Doch, ist Blau Custom gewesen? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie das normale Linfu gesehen, bin ich ehrlich. Aber das ist auf jeden Fall Mon, das kann man mal mitnehmen. Scheiße, war Blau. War Blau Stufe 2 oder Stufe 1? Ich weiß, es gab Rot, Blau und Gelb. Sanktionskern auf dem. Das ist Stufe 2 gewesen, nice. Gelb, Blau, Rot, geil. Das finden wir nice. Noch ein Custom Shiny. Bei mir ist heute Tour der Artal. Dort werden die Straßen gesperrt, sodass nur Fahrräder dort durchfahren dürfen. Auch wild. Ich würde auch eigentlich gerne mehr Fahrrad in meinem Leben fahren. Aber gut, ich würde allgemein. Momentan bin ich wieder sehr im Mindset. Ich würde gerne mehr Sport machen. Das Mindset hält halt leider meistens nur 2 Wochen und dann bin ich wieder im Mindset so. Ah, well, eigentlich ist das Leben zu kurz. Ich hab Bock, den Kram zu essen und den Kram zu trinken, den ich essen und trinken will. Der Rest ist mir eigentlich scheißegal. Dreifachachse ist auch stark auf dem. Wobei Dreifachachse natürlich auch gut in die Hose gehen kann. Aber ich sag mal, wenn wir eine Wildlands oder so finden, dann geht's ab. Dann geht's ab, Freunde, dann geht's ab. Hab heute meine erste Rote gefangen. Stark sogar gefangen. Also nicht aus dem Ei geschlüpft. Nehme ich an. Ich glaube. Bisher in dem Event selbst haben wir aber noch nichts, kein wildes Shiny gefunden. Ich hoffe mal, dass wir das heute oder spätestens morgen natürlich noch bekommen. Weil sonst, ja, bin ich halt raus. Bin ich ja dann im Urlaub. Da gibt es dann keine Möglichkeit. Inteleon, oh. Dann auch noch so ein beschissenes Mon. Also ich weiß, ich habe ein paar gesehen, die ganz cool aussahen. Ich glaube, da waren jetzt nicht so meine Farbmons irgendwie dabei. Wobei, war da ein Krokodil im Pride-Event dabei? Ich habe das Gefühl, ich hätte Krokodil im Kopf. Krokodil nämlich ein geiler. Den nehmen wir natürlich sehr gerne. Wenn der dabei. Oh! Boah. Der ist gelb. Das ist aber dann das normale Shiny gewesen, ne? Gelb, blau, rot. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussah. Hat aber sogar ein solides Wesen und kriegt Tropenkick. Okay. Auch wieder eine gute Sache. Lol. So wäre es jetzt gewesen, wenn der auch direkt Shiny geworden wäre. Der mit Feuerpeitsche. Okay, auch wild. Auch sehr, sehr wild, muss ich gestehen. Also manche Mons kriegen schon so Attacken, wo ich mir denken würde, bist du jetzt hier in so einem Sterling Silver Platin Redux Hack in der Richtung, wo du dir einfach nur denkst, man kann es auch ein wenig sehr übertreiben. In der Welt fühle ich mich hier gerade ein bisschen. Gerade rotes Gastrodon gefunden. Also was heißt rotes Gastrodon? Wirklich so das normale Rote oder? Inwiefern? Barrierenstoß. Schnepkel. Mit Erdkräfte, okay. Taubsi. Hitzewelle, okay. Oh! Chillingel. Ich glaube, der hatte noch eine Pride-Dings. Oh, mit Apfelsäure. Das ist natürlich auch wild. Rote Shiny-Form. Ah, cool. Aus Zensekt. Ich muss sagen, Orbeetle ist so ein geiles Mon. Ne? Ich vergesse den immer wieder, dass der überhaupt existiert. Sturmblitz, okay. Sesokids, na gut. Ist jetzt nicht so der heiße Scheiß. Ebene 23.422. Aber ich habe auch gesehen, wie viel Geld man da so hat und so im Endless Mode. Das ist ja richtig wild. Achso, 2342. Ja gut, das ist. Das ist ein kleiner Unterschied. Noch ein Funpi zum Schluss, okay. Oh, der hätte sogar Mitnahme. Oh, man kann Funpi auch mit Sandsammler und Mitnahme mitnehmen. Auch nicht verkehrt. Auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, es geht irgendwie bis 5,
5850 oder so. Oder ich kann auch hier ganz große Scheiße gerade labern. Es geht auf jeden Fall sehr weit. Also es geht inzwischen schon, was heißt inzwischen? Es geht auf jeden Fall sehr weit. Und dann ist irgendwann eine Grenze erreicht. Ich weiß aber halt nicht genau, wann das nochmal war. Da bin ich nicht so gut informiert. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Ja, ansonsten, gestern haben wir nochmal erfolgreich. Ich habe jetzt steht auch mal alles hier in diesem Zimmer drin. Also der eine Schrank, der eine Bücherschrank, der noch aufgebaut werden musste, der steht jetzt auch. Das finde ich auch sehr gut. Auf Turbo, was auch immer das ist. Ich glaube, das ist dieser Undicht-Move. Und der eine Bartschrank, den wir noch hatten, der steht jetzt auch. Hausbruch Labras. Das klingt auch nice. Ansonsten, ja, weiß ich jetzt, welcher Teppich hier auch in dieses Zimmer rein muss, dadurch, dass der Schrank jetzt steht und alles ein bisschen umpositioniert nochmal wurde. Und dass wir wahrscheinlich sogar noch so einen größeren Schrank hier reinpacken, der so als Aktenschrank, maybe auch, oh, Neubett. Maybe auch so ein bisschen noch mit Luftstoß stark. Auch ein bisschen mit Dings arbeitet. Warte mal, wen will ich leveln? Forgita ja eigentlich. Damit habe ich halt jetzt nur jetzt schon natürlich zwei Bodenschwächen. Das ist nicht ganz so geil, aber nehmen wir. Ist okay. Kann man, glaube ich, noch mit leben. Ja, genau. Und dann ist tatsächlich, dann wäre das Zimmer hier fertig. Dann müsste man nur noch überlegen, ob man so Pflanzen und so sich halt noch gönnt. Also ich habe schon zwei Positions, wo ich gerne noch Pflanzen hinsetzen will. Da muss man mal gucken, was man so findet. Aber Pflanzen halt auch. Oh, ich wollte gleich den Pokéball nehmen. Naja. Pflanzen halt auch so teuer, ne? Das ist halt echt das Ding. Aber den könnte man auch fangen in der Voraussicht, dass man den vielleicht mit irgendwem fusioniert. Weil Nihilapes Bulk ist natürlich, wäre eine Sache, die geil zum Fusionieren wäre. So per se. Ich glaube, da finden wir auch wieder krasseres. Ich glaube, auch da kann man auch noch mal krasseres finden. Zugabe könnte tatsächlich wild sein. Ich glaube, ich bringe mal Zugabe bei. Das könnte actually sehr, sehr strong sein. Oh. Okay, den will ich fangen. Weil ich würde den ganz gerne mit Tinkerton fusionieren. Oder überlegen zu fusionieren allgemein mit irgendwem. Weil irgendwem Mentalkraft zu geben, klingt für mich eigentlich nach einer ziemlich geilen Sache, muss ich sagen. Also würde ich den auf jeden Fall an der Stelle mitnehmen. Und wir haben jetzt wieder ein bisschen was fürs Eiergacha, merke ich gerade. Dann machen wir ein bisschen was auf. Guten Morgen, Flo. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Hello. Gerade rotes Shiny Aranestro auch noch gefangen. Ja, was geht denn bei euch jetzt allen ab? Ich will auch meine Shinies ziehen, meine besseren vor allem. Damit ich sowas wie Raupi raushauen kann. Also wenn nicht sehr nice. So, kriegst noch ein Eisen. Ich denke mal, Zeraora einfach erstmal so weit wie möglich hoch zu pushen, ist somit das Schlauste, was ich machen kann. Und dann gucken wir mal, wen man so nachziehen könnte. Ich glaube, wenn ich zwar. Weißt du das, wenn ich ein Shiny und ein Non-Shiny fusioniere? Ist dann das Shiny weg? Oder nach welchem Prinzip funktioniert das? Entweder ich bin verkadert von gestern oder ich habe die üblichen Rückenprobleme. Aje, aje, aje. Flo einfach schon alt. Einfach ein alter Mann an der Stelle. Ja. Das glaube ich eigentlich wurscht, wen ich angreife. Und hallo Undercover Squad, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag gestern noch und hoffe natürlich auch, dass du gut geschlafen hast, Hele. Aber ja, gibt nichts Besseres. Das stimmt. Oh, rotes Entei klingt auch geil. Wobei auch irgendwie weird. Shiny State vom ersten Mon bleibt. Ah, okay. Good to know, good to know, good to know. Da ist ja hier auch noch ein Lerneffekt. Oh. Ich merke gerade, ich dachte irgendwie eigentlich, ich wäre schon geboostet, aber offenkundig bin ich es nicht. Dann sollte ich mir den einen oder anderen Buff mal gönnen, damit wir da gut durchkommen. Was für Zitrobeere hat der jetzt gegessen? Pelino, du Zinker. Was soll denn das hier?
Das gefällt mir ja nicht. Gestern insgesamt 13 Shinies gefunden. Endlich mein erstes Tier 3 Shiny. Ja, Tier 2 habe ich inzwischen auch schon geschafft. Tier 3 ist jetzt noch so das Ziel. Also wenn wir das heute oder morgen noch finden würden, dann super geil. Dann bin ich sehr, sehr happy schon mal. Und ansonsten, ja, einfach hoffen, ne? Einfach hoffen. Ist ansonsten das Ziel hier. Dass wir einfach irgendwie coole Shinies zur Not auch noch finden. Ein paar gute Fusionen aufstellen können, dass wir im Endless noch relativ weit kommen können. Ja, mehr muss ja auch nicht, ne? Mehr muss ja auch nicht. Muss aber sagen, dafür, dass ich eigentlich mein Glück so krass eigentlich hochgeschraubt habe, hält sich das noch ein bisschen in Grenzen. Ja, wobei Zapplerang ist ein cooler. Also klar, gibt es auf jeden Fall stärkere Monster, aber es ist wenigstens ein cooles Pokémon. Habt ihr mal bei Discord geschickt, was bei Fusion von welchem Mon übernommen wird? Ah, nice. Base Stats are average, Move Learn Set and Items are combined. Genau, Fusing two Shinies combined Stellar comes from first, comes from second. Ah, okay, das ist perfekt. Das lasse ich mir mal. Das schaue ich mir dann auf jeden Fall später mal genauer an. Dass ich da gut Bescheid weiß. Ah, nee. Lehmschelle ist so eine Scheißattacke, echt, ey. Die ist so richtig nervig hier am Anfang. Weil da können die Viecher das noch. Naja, naja. Ja, ansonsten, das ist eigentlich auch mein ganzer Plan so für heute. Ne? Sehr viel mehr gibt es jetzt für mich nicht zu tun oder sehr viel mehr mache ich auch nicht. Alleine aus diesen Fusionen kann man so eine Wissenschaft machen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Vor allem, wenn du dann auch noch irgendwie bestimmte Sachen machen willst. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel Auswahl, dass ich sage, ich ziele jetzt irgendwie schon auf irgendwie eine bestimmte Fusion oder so ab. Die würde ich einfach mal abwarten. Maybe wird meine Fusion einfach Zeraora plus Medicham. Weil sowohl Elektrokampf als Elektropsycho beides gut ist. Und ich kann mit beidem sehr gut leben. Also von der Seite, da ist das erste Mal Dreifachachse. Von der Seite, glaube ich, holen wir da schon was Gutes bei rum. Ich weiß halt auch. Schmetterramme, lol. Ich weiß halt auch noch gar nicht. Knisterladung, okay. Wie es am schlausten ist. Also ob man primär einfach nur offensive Fusionen machen will. Will man irgendwie was Defensives haben? Oh, das ist immer nice. Feuerball? Warum lernt der denn Feuerball? Also klar, um andere Steel-Types zu hitten. Aber trotzdem irgendwie weird. Sinnlong mit Tagedieb. Das haben wir anscheinend schon so oft gezogen, dass dann nichts mehr passiert. Eisstrahl auf Duraludon. Dodo. Mein größtes Problem ist es, zwei Monster zu finden, die auch Stat-wise kombinierbar sind, weil manche Monster haben halt geile Fähigkeiten. Dann Base Speed von 30, ich denke mir, na, lieber nicht. Ja, das ist das einzige Problem, was ich noch an Zeraora Medicham sehe, dass der halt so viel langsamer wird, ne? Also ist halt, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob mir das so taugt. Also müssen wir mal gucken, was wir im Verlauf vielleicht noch für schnelle Mods finden, aber ich glaube. Mit Zeraora irgendwas zu finden, wodurch Zeraora nicht drastisch langsamer wird, ist schwierig. Defensiv in Endless ist sturdy. Ah, okay. Das heißt, defensiv brauche ich gar nicht irgendwas machen. Was ist Clearfrost? Ist das nicht die Attacke von. Nee, das ist Frostfallwind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und hallo, Tobey. Du hast eigentlich nicht wirklich. Ja, doch, du hast ein. Shiny Stufe 2 Linfu verpasst. Aber ein Seigard mit Entei fusioniert. Ein Seigard hat Grabkoloss als passive Fähigkeit. Der böllert ja das, glaube ich, sofort. Ah, das ist schon wieder dieser dumme Evoli-Move. Ja, das hätte man sich denken können. Hätte man sich irgendwie ein bisschen denken können, bin ich ehrlich. Das war natürlich absehbar. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ja, genau, aber wir haben gestern bei dem Asiaten bestellt. Der war erst ein bisschen sus, muss ich sagen. Also, er war relativ teuer. Deshalb fand ich es dann eigentlich auch nicht so schlimm. Aber ich sag mal so: Der hat halt so wirklich alles im asiatischen Bereich so ein bisschen abgedeckt. Also auch sogar indisch und sowas. Da gab es so viel Auswahl, wo ich mir immer denke: Ob es dann so gut ist, ist immer ein bisschen schwierig. Aber leck mich doch am Zucker, lieber das gut. Also alles, egal ob Vorspeise, Sushi, die gebratenen Nudeln haben auch wirklich wie so geile gebratene Nudeln geschmeckt, wie man das gerne hätte. Oh Leute, seit wann hat mein Smetbo eigentlich einen Wüstenorkan? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Will ich irgendwie die Sanftminze haben? Oh ja, will ich tatsächlich.
Quiet ist ziemlich beschissen auf dem. Hallo Pepo, ich hoffe, dir geht's gut. Hello. Seit wann habe ich denn den gelernt? Und einen Doppelstrahl habe ich. Boah, stark, ne? Habe ich gar nicht richtig aufgepasst. Naja. Gibt Schlimmeres. Wir sind aber bisher noch nicht allzu hoch gelevelt, muss ich gestehen, ne? Also da, das geht besser. Das geht auf jeden Fall besser. Aber das ist schon mal immer eine gute Sache. Ich sag so, Asiaten einen Geilen in der Nähe zu haben, ist immer wichtig und richtig. Was hatten wir noch schon getestet? Ich überleg gerade. Aber bei X-Treffer ist für Triple X eigentlich immer ganz geil. Wir haben nochmal irgendwo mal was bestellt gehabt, was auch nice. Wir haben einen Burger Me in der Nähe und ich muss sagen, ich finde Burger Me Burger wirklich, wirklich gut. Deshalb, das finde ich auch sehr nice. Und ansonsten, ja, gibt's ansonsten eigentlich nicht wirklich was noch Spannendes zu erzählen von meiner Seite. Ich meine, wir haben gestern gestreamt, wir haben diese Woche, ich glaube, es ist diese Woche, kann das sein, dass das der 5. Stream die Woche oder so ist? Also wir gehen jetzt richtig ab. Wir gehen gerade richtig ab. Okay. Bin ich jetzt nicht so Fan von diesen beiden Gegnern hier, aber okay. Burger Me ist so schmackofatz, hat auch. Das auch, ne? Burger Me hat so oft so krasse Schnäppchenangebote. Also was diese Doppelburger zum Beispiel angeht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also da kannst du da holst du dir wirklich. Boah, das sieht gar nichts ab. Ach du Scheiße. Ja, jetzt wird vor Vita sterben. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr wild, muss ich sagen. Da bin ich dann auch immer so, boah, da jetzt gönnen, das ist es. Das ist es einfach. Also da bestelle ich schon sehr gerne. Das finde ich immer einen guten Burgerspot. Du hast gute Auswahl. Ich finde, es schmeckt eigentlich immer nice. Also von dem her, oh, stark. Den könnte man auch direkt überlegen zu fangen. Hört doch mal auf mit dieser dummen Lehmschelle-Scheiße da die ganze Zeit. Die nervt. Nehm den mir mal mit. Oh, sogar ein hartes Wesen damit freigeschalten. Und gute Defaust dazu bekommen. Ja, es klingt doch beides sehr, sehr gut, würde ich sagen. Aber diese Schnäppchenangebote, die man bei... Ich weiß nicht, sieht man die nur bei Lieferanten und so? Oh, ja. Oh, ja. Heilungspin, das ist strong. Ich Mandibus haben? Oh, nein, ich wollte gar nicht fliehen, scheiße. Das wollte ich nicht. Das war nicht meine Intention, Spiel. Naja, damit müssen wir jetzt durch. Ja, und ansonsten, was gibt's noch so? Wir haben, glaube ich, auch eigentlich einen guten Inder hier in der Nähe. Also wir haben eigentlich alles, was wir immer so ein bisschen bestellen, haben wir hier eigentlich auch in der Nähe. Ich weiß nicht, wir haben früher mal mit Volt bestellt, da hatten wir die bessere Auswahl. Inzwischen bestellen wir immer nur noch über Lieferando, weil da jetzt die wesentlich bessere Auswahl ist. Ich weiß nicht, woran sowas liegt oder woher das kommt, aber ich akzeptiere es einfach. Aber ist in Ordnung für mich. Juckt mich ja tendenziell erstmal wenig. Aber das ist halt schon wild, muss ich sagen. Das ist schon wild. Aber ist auch immer wichtig, ne? Ist immer wichtig. Könnte ich jetzt... Ja, bevor... Ich glaube, ich muss mal Zero Aura wieder ein bisschen... ein bisschen fitter hier bekommen. Er gefällt mir noch nicht so sehr. Nein, jetzt ist er mir meine Beeren weg. Ich glaube, ich habe auch heute gelesen, es gab ja wieder ein paar Updates. Das Abschlag jetzt... Oh, ich glaube, ich habe noch nicht geupdatet, merke ich gerade. Das Abschlag jetzt normal funktioniert. Ich gebe den einfach mal Smetbo dabei. Das ist ja nicht verkehrt. Habe ich noch irgendwie einen Eiergatscher? Nee, ne? Dann werde ich einmal nur kurz speichern, weil mir fällt gerade auf, ich habe noch nicht geupdatet für heute. Weil es gab irgendwie Updates auf jeden Fall, dass ein paar Attacken jetzt funktionieren. Ich glaube, Einäschern funktioniert jetzt. Abschlag funktioniert jetzt. Die machen eine random Beere oder ein random Item jetzt halt einfach weg. Aber ansonsten weiß ich gerade gar nicht mehr, was noch drin stand. UberEats schickt mir immer dann Angebote, wenn ich eine Diät anfangen will. Ansonsten nichts. Ah, nee, also Diäten fange ich schon eh nicht an. Also, ich glaube, ich selber kann mich einfach nicht beim Essen so wirklich einschränken. Da habe ich auch einfach keine Lust zu. Dafür finde ich Essen zu geil. Also, worin ich mich maximal bei einer Diät einschränke, ist, glaube ich, mein Süßigkeitenkonsum. Da würde ich mich einschränken. Ich glaube auch, ich habe für mich festgestellt, ich weiß nicht, ich finde, Wasser schmeckt halt immer noch so bumslangweilig, ne? Ich muss auf jeden Fall wieder mehr Wasser trinken, aber ohne, also ich kann nicht den ganzen Tag nur Wasser trinken. Also das ist für mich so,
Das ist für mich ein ultimativer Skill, den ganzen Tag einfach nur Wasser trinken zu können. Auch vor allem ohne, dass man es langweilig findet und nicht so auf Zwang macht, sondern einfach so casual wie atmen, dass man einfach nur Wasser trinkt. Es ist für mich so bums langweilig und bums beschissen. Es ist der Wahnsinn. Oh, Endes in BDS-Mucke. Boah, das ist auch so ein Throwback-Mucke für mich. Boah, da habe ich gerade direkt Gänsehaut bekommen, ne? Ach, die gute Nintendo DS-Ära. Ich habe auch auf Twitter heute oder gestern irgendeinen Screenshot gesehen, wo jemand so ein Bild gepostet hat, wie er sein Handy unter dem Kopfkissen versteckt hat, weil seine Mom reingekommen ist. Und dann hat irgendjemand drunter gepostet, das kenne ich auch noch nur mit meinem DS, und dann hat jemand gefragt, und dann hat derjenige, der das gepostet hatte, gefragt, was zum Teufel ist ein Nintendo DS, wo ich mir auch dachte, ach du heilige Scheiße. Man weiß einfach schon nicht mehr, was ein Nintendo DS ist, teilweise. Das finde ich sehr deprimierend. Wäre der geil? Ich weiß halt nicht. Ja, weiß ich nicht. Überzeugt mich jetzt noch nicht so. Oh, hat mich aber ziemlich locken. Nee. Ach komm, wirklich? Ich habe das Gefühl, wir sind halt so dramatischst underlevelt. Boah, der hat ja gar nichts drauf. Ach nee, was ist. Oh nee. Ich habe halt auch nichts bisher bekommen, womit ich in irgendeiner Form mal so einigermaßen ein paar Level machen könnte. Also ich feiere Wasser extrem, aber ich muss dazu auch sagen, dass wir bei uns das Wasser mit dem niedrigsten Kalkgehalt in Deutschland haben. Ich glaube, wir haben hier relativ. Also das letzte Mal, also wir benutzen halt so eine Brit zum Filtern auch. Aber irgendwie weiß ich nicht. Bisher bin ich nicht. Also ich habe es mal getrunken letztens und dachte mir so, das schmeckt irgendwie Heukacke. Also in unserer letzten Wohnung hat das irgendwie besser geschmeckt, das Wasser. Muss mal nochmal gucken. Ich habe halt aber auch gar keinen Bock, irgendwie mir Wasser zu kaufen, weil es teuer und so. Ich habe zu wenig Geld für einen Beleber. What? Ja, und wie soll ich den jetzt wiederbeleben? Ihr Scherzkekse? Hä, verliere ich jetzt einfach? Kann es sein, dass ich jetzt einfach verliere? Alter, das ist ja mega Bullshit. Also, und wenn, dann trinke ich auch eher lieber Sprudelwasser. Ja, jede zehnte Ebene heilt natürlich mein Team, aber das bringt mir jetzt mit dem, was ich hier so habe, eher wenig, muss ich gestehen. Ich hoffe jetzt mal, dass ich noch irgendwie einen Beleber hier ziehe. Ja, Geld am Anfang sehe ich schon. Alter, willst du mich verarschen? Ich kann halt legit gerade nichts wiederbeleben, ne? Ach du Scheiße! Wie soll ich denn? Ja, genau. Ja, genau. Ja, gut, dann ist verloren. Das ist ziemlich sicher verloren. Ein Freeze? Ja, schade. Ach du heilige Kacke. Noch irgendwas Dummes? Ach, das reicht nicht mal, damit ich ihn in die Dings-Range bekomme. Wow. Wow. Ich kann den erst fangen, sobald der Balken ja genug weit unten ist. Ja, das lief natürlich großartig. Nicht. Wie viele habe ich hier? Könnte ich die Passive freischalten? Dafür brauche ich 20. Willst du mich veräppeln? Ich will doch nur die Passive freischalten. Das ist doch alles, was ich will. So, also wir nehmen Vipetis und Zeraora mit. Ich glaube, dieses Mal benutze ich nicht den Slot. Dieses Mal will ich irgendwas Gescheites noch mitnehmen. Ah, wir können Linfu aber dieses Mal mitnehmen. Warte mal, wir können auch Vipetis weglassen. Und dann nehmen wir lieber Linfu noch mit. Damit wir hier ein bisschen vernünftiger uns vielleicht aufstellen. Und dann müssen wir irgendwie noch einen Mitnahmemon maybe reinbekommen oder so. Oder halt nochmal was Bumsstarkes, ne? Ha, ich bin am Überlegen, ob ich sowas wie Eisenhals jetzt wirklich mitnehme. Weil der hat Kraftschub und könnten ihm Ruheort auch geben.
Das finde ich ganz geil. Nimm Runaway-Mon mit. Glaubst du, das ist so wichtig? Bei Runaway-Mons habe ich, glaube ich, nur Scheiße wieder da. Shiny Quarks wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? Da habe ich halt nur leider noch nicht die Hidden Ability, soweit ich weiß. Das ist halt das Problem. Ich habe 10 Bonbons. Siegeswille. Man braucht 40, um den seine Passive freizuschalten. Uff. Aber der würde. Damit kommst du halt easy zu einer Ebene, wo du dich heilen kannst. Ah, ja, das sehe ich. Das sehe ich. Aber dann bin ich wieder am Ende so underlevelt, dass ich dann eh wieder reinscheiß. Wie viel kostet denn mein Lugia? Ja, dass das zu viel kostet, dachte ich mir. Obwohl der eigentlich gar nicht mal so krass ist. Was habe ich mit Celebi? Oh, mit Celebi hätte ich sogar noch Mythenkraft. Actually wäre Celebi eine Überlegung. Zusammen mit Zeraora. Ist der wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Wie viel kostet der? Ja, der würde dann genau die 6 nämlich kosten. Ich hätte halt schon Bock, einen Mitnahmemon mitzunehmen, ne? Und dann könnten wir halt eben sowas wie Funpi mitnehmen. Dann hätten wir auch einen Mitnahmemon. Da ist vermutlich nicht verkehrt für den Anfang. Weil gerade am Anfang. Die Passive werden übrigens teurer, je weniger Punkte ein Mon kostet. Ah, okay. Also Funpi bin ich tatsächlich noch Fan. Und ich würde überlegen, ob wir nicht Wadribi noch mitnehmen für den Anfang. Damit wir hier einfach das Geld bekommen. Und dann können wir nochmal das scheiß Raupi mitnehmen. Und dann können wir nochmal unser Glück erhöhen. Ich würde es jetzt einfach mal so probieren. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ich hoffe es zumindest. Dass wir damit jetzt einen besseren Start reinbekommen. Und dann müssen wir ein bisschen hoffen. Ich meine, wir kriegen ja im Verlaufe eigentlich schon relativ viel Kram an. Also schon viel Auswahl an Mons, ne? Dass wir dann damit was reißen können einfach. Das wäre ganz nice. Oh, ein Riolu. Mit gar nichts, mit gar keinem Move. Na gut, dann halt nicht. Boah, der ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Okay. Aber ich kill ihn trotzdem einfach. War das schlau? Ich weiß es nicht. So, jetzt sollten wir schon zum Beispiel genug Geld haben für einen Beleber. Es ist so schwierig. Haut mal so Mons raus, die geil sind, die man vielleicht im Early auch fangen sollte. Oh mein Gott, Erdbeben einfach. Aber ich finde die Großlinse besser auf Zeraora, damit wir unsere Dreifachachse schön connecten. Ultimate, vielen Dank für den nicen Sub. Kuss geht raus an dich. Ja, da können wir mal gucken, ob der Dings hat Mitnahme. Oh, der hat wirklich Mitnahme. Wow. Okay. Das ist eigentlich jetzt schon mal ein geiler Anfang. Muss ich sagen. Weil dann haben wir jetzt zwei Mitnahmemons. Wir können unser Mitnahmemon immer gönnen. Geosali. Ja, Geosali habe ich auch schon mitbekommen, dass das einfach der Held ist. Einfach im Endeffekt. Benutze mal Super Lockpuffe. Und Linfo ist auch auf dem zweiten Slot auch sehr gut. Aber vielen Dank für 3 Monate. Ich wünsche dir viel Spaß bei mit den Emotes. Oh, habe ich gerade einen Seidenschal irgendwo? Da stand was von Seidenschal. Ich würde gerne den Eiergutschein nehmen, aber ich finde gerade noch das zu geil. Was hat eigentlich mein Linfo überhaupt drauf? Ich weiß es nicht. Das finden wir jetzt heraus. Hat er schon Fake-Out? Oh, wir haben Donnerstoß. Was für eine Fähigkeit habe ich auf die. Nein, ich will den noch nicht freilassen. Habe ich Reckless? Ich habe Konzentrator noch. Ah, schade. Aber ein Mogelhieb ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Meine Taktik ist übrigens im Endlands, den sechsten Slot im Team freilassen und immer Mons mit guten Items fangen, Items auf das Haupt-Pokémon übertragen, das Pokémon dann wieder freilassen. Gerade bei Glipseilen lohnt sich das im Early extrem. Okay, das heißt, ich muss lernen, auf diese gottverschissenen Dings zu gucken. Salt Cure, Egelsamen, Geist mit Curse für später. Oh, ja, sehe ich. Das heißt, wir hoffen, dass wir Seedisal finden und irgendeinen Leech-Seed-Mon. Okay. Ja. Das verstehe ich. Das verstehe ich absolut, dass das eine gute Kombi ist. Warte, wurde gerade mein Zeraora von was geflincht? Wie war denn gerade mein Zeraora langsamer? Achso, nein, das war ja Fake-Out, ich Idiot. Und die dann fusionieren. Ja, das klingt bumsstark, ja.
Das sehe ich, wo das herkommt. Aber das klingt nach jeweils guten Strats. Und nehmen wir noch einen Superball mit, dass wir noch mehr Kram uns schnacken können. Weil das glaube ich nicht verkehrt. Da werden wir jetzt eh geheilt, also ist das in Ordnung. Ja, ich glaube, im Endless Mode lerne ich endlich vielleicht mal auch da, um ein bisschen mehr aufzupassen, was dort oben rechts angezeigt wird und was man haben will. Das ist vermutlich auch eine gute Sache für mich als Lerneffekt, dass ich da dann mal ein bisschen mehr Acht gebe. Ich habe das Gefühl, den Classic Mode kriege ich inzwischen, den haben wir jetzt dreimal geschafft, den kriege ich inzwischen gut hin, da habe ich jetzt grob verstanden, wie ich es machen kann, um relativ gut durchzukommen. Also von dem her muss ich da mir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viele Sorgen machen. Und ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, also wir haben halt immer noch super viele Trainer, von denen wir halt Eier bekommen können. Oh, episches Ei. Okay, das ist ein geiler. Mit Finalformation, was? Ist das nicht broken? Also, ich bin ehrlich. Wenn ich den da plus Zeraora am Anfang mitnehme und die zwei könnte man gut fusionieren, glaube ich. Weil dann gehst du mit gutem Attack raus und du gehst immer noch mit sehr guter Init raus. Und hast einfach einen Omni-Boost. Als Move. Du kannst dann zwar nicht mehr wechseln, aber ich glaube, man hat auch nicht vor, dann zu wechseln. Aber den kann man halt auch nur einmal einsetzen, ne? Aber den zu fusionieren. Oh, nochmal episches Ei. Das Eisenrad, okay, ist jetzt nicht so stark. Oh, Sandsammler ist dafür aber ein sehr wilder Move nochmal auf dem. Okay, das ist actually. Das waren zwei ganz gute Eier, würde ich sagen. Ich glaube, also langsam habe ich das Gefühl, den besten Run könnte ich fast hinbekommen mit Gen 9 Mons. Wenn ich einen Challenge Run mache mit der neuesten Gen, mit meiner Lieblings-Gen, Paldea. Damit würde ich wahrscheinlich sogar am besten hier rausgehen. Zumindest vom Gefühl, von dem, was ich schon so alles gezogen habe. Wer zockt denn momentan so auch nebenbei? Wer ist auch noch immer im Grind drin? Also ich bin wirklich positiv überrascht, wie aktiv noch Leute das alles hier spielen, ne? Also was heißt überrascht, ne? Aber dass das sich trotz allem so lange hält. Ach warte, alle 5 Ebenen rotiert das jetzt schon. Ah, okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. So, jetzt will ich einmal kurz ein bisschen transferen. Weil ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel Seidenschal. Bringt mir das auf irgendwem gerade was? Nö. Dann machen wir das mal hier rüber. Ah, warte, stimmt. Ich kann ja jetzt einfach alles hier rüber transferen. Und du hast noch nichts gefunden, Zickzacks? Bist du scheiße? Okay, wir hätten schon wieder die Option, uns Drillbar zu fangen. Will ich halt Drillbar haben. Ich glaube, momentan würde ich mal noch drauf verzichten. Ich weiß halt nicht, ob ist Excadrill so ein Geiler, den man haben will? Wahrscheinlich schon, ne? Also gibt der jetzt nicht gerade schlechte Werte oder so. Im Endless kann das auch jede Ebene rotieren, das ist komplett random. Oh. Runaway gerade durch Endless und suche Shinies. Ach, so macht ihr das mit der Shiny-Jagd. I see. Ja, nee, ich glaube, dafür gehe ich dann lieber in diesen Random Mode, sage ich mal, und guck einfach, was da so bei rumkommt. Und dann schaut man einfach mal. Oh, ein Eigutschein Plus nehmen wir mit. Oh, sogar ein Eigutschein Plus realisiere ich gerade. Das sind ja dann auch wieder. Oh. Boah, da könnte man auch überlegen, ob man für das Seishin pullt, ne? Ich glaube, ich gehe mal noch auf meine Shinies. Ich habe halt immer noch nicht so das hochgedingste Shiny, wo ich sage, also ich will ja eigentlich ein Stufe 3 Shiny finden, das ich so immer mitnehmen kann, mehr oder minder, ne? Ja, Seishin ist halt heute, ne? Deshalb bin ich auch schon am Überlegen, ob ich nicht doch in dieses Seishin gehen soll. Wie ist denn da die Raid nochmal? Ich meine, damit hast du halt einfach so ein krasses Feen-Pokémon. Wie funktioniert denn das mit Zacian? Da kannst du wahrscheinlich auch dem sein Item finden, ne? Aber auch alleine dem mit irgendwas. Oh mein Gott, Zacian mit Zeraora fusioniert, klingt ja auch super busted.
Jetzt realisiere ich erst jetzt, das klingt ja super, Bastard. Später, wenn du Fusionsdinger hast, kannst du deinen Zickzacks mit einem unnötigen Shiny fusen. Sparst Platz für ein neues Shiny. Das stimmt, aber ich glaube, da gucken wir einfach mal. Endynalos hat null Chance, ja, das glaube ich sofort. Da muss man in dem Spiel doch nochmal gegen Endynalos antreten? Das ist gut zu wissen. Weil ich dachte, da geht es einfach immer weiter und weiter. Dass da der dann gar nicht erst kommt. Afritzeblitz ist mein Bosskampf. Oh. Ich glaube, auch plus 1 reicht aus. Endless ist alle 250 Stages in Dynalos. Ah, okay. Das heißt, man muss natürlich seinen Squad auch dahingehend noch mal ein bisschen beachten. Und alle 1000 dann gegen Eternatus. Was? Ist denn Dynalos und Eternatus nicht dasselbe? Oder ist damit gemeint? Oh, den könnte man halt jetzt wegen dem Typing mitnehmen, aber der hat halt nicht so geile Werte, ne? Aber irgendwie bisher habe ich nicht das Gefühl, ich habe doch Mitnahme. Aber der hat irgendwie nicht so viel Bock, irgendwie was aufzusammeln. So Fumpy nimmt die ganze Zeit hier alles mit, ne? Das ist halt das Ding. Und, I mean, vielleicht wäre auch ein Prankster-Fusion ganz geil. Ich glaube, ich nehme den tatsächlich mit und schmeiß diese scheiß Zickzacks wieder raus. Alle 1000 Stages sind gottlos. Oh Gott. Das habe ich ja jetzt schon keinen Bock. Ah, das ist das Ganze mal die Hand. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Toxin. Ich meine, das ist per se nicht schlecht für einen Klefki. Okay, aber dann weiß ich da schon mal Bescheid, dass das sehr schnell, sehr schnell sehr unangenehm werden kann. Das freut mich aber. Da habe ich ja Bock drauf. Haben wir natürlich richtig Bock drauf. Aber das wird schon, wir sind ja jetzt Profi, ne? Wir sind ja jetzt Profis. Also von dem her. Ich will auch unbedingt wissen, wie Linfu als Wishu aussieht. Das ist so gerade auch mein Problem, weshalb ich auch Linfu nicht raus, sondern will neben, dass es natürlich auch unser höheres Shiny ist, will ich halt gerne wissen, wie der ausschaut, ne? Wow, Donnerstoß killt einfach nicht. Das ist ein bisschen deprimierend. Soweit ich weiß, kann man aber auch mit Runaway vor dem Dynalos fliehen. Und spätestens ab Stage 2000 muss man das auch schon fast. Okay. Ich habe auch nur gesehen, wie Sira, also da habe ich ja gestern ein bisschen geguckt, wie der immer wieder vor irgendwas geflohen ist. Nämlich einfach den Eigutschein. Ja, komm, gib her. Da habe ich auch nur gesehen, der ist einfach die ganze Zeit vor irgendwas geflohen. Ah, komm, wir gehen mal in die Seishin Puls rein. Puls vor allem. Der gute alte Puls. Der Puls ist immer hoch, Freunde. Der Puls ist hoch. Ich habe langsam das Gefühl, ich bin immer noch super underlevelt mit Zero Aura. Aber dieses Mal machen wir wenigstens auch wirklich mal ein bisschen Geld. Das ist auch nicht verkehrt. Oh, Riesennugget. Das finde ich geil. So, guck mal, da haben wir. Ein Krummlöffel haben wir auch gefunden. Geil. Dann füllen wir mal unser Geldstübchen hier ein wenig auf. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Kein Bock auf Lebensschille. Sicher, ich dachte, man kann nicht in den Special-Ebenen wegrennen. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es ja eh nicht. Wäre aber irgendwie ein bisschen broken auch, habe ich das Gefühl. Dann würde es mich auch ein bisschen wundern. Aber irgendwie würde es mich auch nicht wundern, muss ich gestehen. Es so beides. So, ich hoffe, Funkensprung hält irgendwie einfach. Ah, das ist schlecht. Warte, ich glaube, ich muss jetzt den angreifen. Den sollten wir mit Clubs dann wegbekommen. Oh, ich habe genau falsch rum angegriffen, ernsthaft. Ja, das war dumm. Oh, er greift aber Linfo nicht an. Dann ist gut. Ich glaube, ich soll den Linfo vielleicht wieder ein bisschen fit machen, nachdem ich den die ganze Zeit mitbenutze. Oder Linfo halt nicht mit vorne halten. Das wäre die andere Option natürlich. Da ist noch etwas mal auf dem Pokerogue-Discord gelesen. Okay. Ich wüsste dann auch nicht, wie Sira da mit Level 10.000 Mons auf Stage 5.5 sein soll, weil ich schon mit 15.000 nicht über die Stage 2000 komme. Ach du Scheiße. Das klingt mir alles too much. Ich will doch nur ein paar Shinies finden. Mehr will ich doch gar nicht. Ausnahmsweise mal, weil es Custom Shinies gibt. Die normalen Shinies jucken mich nicht so sehr. Aber ich will die Dings Shinies haben. Da schlüpfen ein Seemops und Gefriertrockner. Cool.
Schlüpfen, Schluppuck. Und Wachstum. Okay. Hitzewelle, Molga, na gut. Überrumpler, Anurit. Sampfglocke. Brauche ich halt jetzt gerade auf niemanden, aber ist wahrscheinlich nicht verkehrt, aber dabei zu haben. Ja, ich glaube, wir haben einen Kandidaten. Wobei, wie ist denn das, wenn man Durengard fusioniert? Weil der hat ja zwei verschiedene Stats. Was wird denn da dann gemacht? Weil, also irgendwie wüsste ich jetzt nicht, wie das berechnet wird. Weil, also wahrscheinlich wird dann immer die Schildform, I guess, genommen. Oder so. Was anderes kann ich mir halt auch nicht vorstellen, was man da dann machen soll. Wahrscheinlich ganz normal mit der Fähigkeit und Schild ist eine normale Form. Warte, das heißt, wenn ich... Das heißt, wenn ich den als erstes Mon benutzen würde, würde das Level übernommen werden, die DVs, Nature, First Type. Das First Typing bei dem wäre ja... Stil zum Beispiel. Wäre ja schon mal nicht verkehrt. Und der mit Seitiger, wobei dann wird Seitiger ein Stahl. Ach, irgendwie überzeugt mich das nicht so ganz, muss ich sagen. Als ob. Och man, wirklich. Muss das denn? Ich hoffe, Feenbrise killt den einfach, dass ich einen Boost abstauben kann. Muss ich Geld verwenden, um den zu beleben, vermutlich. Ein Erinnerungspilz, bringt mir das irgendwas? Für dich hier? Ja, belebe halt, ne? Dann nehmen wir das Nugget, dann war der wenigstens nicht so teuer. Gengar. Finde ich jetzt auch nicht so stark, ne? Ich kann wirklich einfach gar nichts einschätzen im Spiel. Je nachdem, welcher Form du fusionierst. Aber dürfte nach einem Kampf immer Schildform sein, okay. Good to know. Coaching. Ich glaube, ein Supertrank ist erstmal hier auch nicht verkehrt. Aber bisher... Bisher bin ich noch nicht so overpowered, wie ich gerne wäre, habe ich das Gefühl. Das hält sich noch ein klein wenig in Grenzen. Ich mache auch nicht so viele Level, wie ich gerne hätte. Ich habe auch keinerlei Level-Item oder so. Calcium, ich weiß halt nicht, wem ich das gerade geben soll. Der wäre halt super bulky, ne? Ich überlege sogar, ob wir den fangen. Dann könnten wir zum Beispiel den mit Klefki machen. Klefki Echnatol. Weil dann könnte man so ein Prankster Echnatol irgendwie kreieren. Dann kommt als erstes Echnatol. Und dann als zweites Klefki. Wobei, nee, dann würde es Geist Fee sein, was auch voll fein wäre. Ich glaube, das finde ich gar nicht mal so kacke. Ich glaube, ich nehme den mal mit. Das hört sich. Oh, sogar ein kühnes Wesen. Das hört sich für mich im ersten Moment ganz geil an. Ich würde sogar Smetbo dann jetzt schon raushauen. Weil irgendwie, also so viel Glück habe ich jetzt auch noch nicht. Ich mache es zwar damit natürlich nochmal niedriger, aber... Ja, ne? Akzeptieren wir einmal mal. Aber ich frage mich, wie viel die Leute da schon so reingegrindet haben. Weil wenn ich so sehe, wie viele Shinies und so manche Leute haben, vor allem wirklich gute Shinies auch einfach. Also Zacian oder so. Prankster Curse klingt halt auch geil, eben. Also ich habe halt keinen Recovery-Move, ne? Ich glaube, Light Tyler kann der lernen. Light Tyler, Irrlicht, Curse und sowas. Sowas klingt halt ganz nice. Im ersten Moment würde ich behaupten. Oh mein Gott, echt jetzt. Hab gerade Agrostella mit G-Max Kramor fusioniert. Oh mein Gott. Beide Level 2 scheinen, okay, das wild. Zwischen Echnatol, Zwift und Gengar, wer wäre nicer für Endless? Oder das weiß ich nicht. Da bin ich überfragt wieder. Da bin ich raus. Ich kenne mich ja eh nicht aus, ne? Deshalb, also ich kann dem leider nicht beantworten. Ich habe viel zu wenig Ahnung immer noch von dem Spiel, wie ich merke. Also wirklich bei weitem zu wenig.
Die spielen Endless, Shiny Charms boosten das halt so extrem hoch. In einem Classic kriegt man kaum eins pro Runde. Ja, das stimmt, ne, das stimmt. Ich habe halt bisher dahingehend noch gefühlt gar nichts gespielt. Das muss man natürlich dazu sagen. Warte, ich glaube, ich will ja dann will ich Klefki vor allem leveln. Ja, okay. Ne, wir brauchen keine Kratzfurie. By the way, mit der Zeit kommen die Endless-Paar-Tokens mit Effekten für die Gegner. Und die können sehr anstrengend sein. Ja, das habe ich schon mal, das habe ich beim letzten Mal gesehen. Ich glaube, das hat mich auch übel genervt, weil da irgendwie so ein Poison-Ding die ganze Zeit war. 4 Tage Spielzeit und über 1100 Eier. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ja, das klingt anstrengend, wenn du mich fragst. Senk Kopfstoß. Akaba ja kann das lernen. Ja, das darf er gerne lernen können, aber es juckt mich dann doch relativ wenig. Ja, ich glaube, da war ich noch nicht genug Spielzeug. Ich meine, ich bin ja noch nicht mal bei 20 Stunden. Also von dem her. Poison hat genervt, die sind noch harmlos. Ach, sagt doch sowas nicht, Freunde. Ihr müsst mich doch in guter, positiver Stimmung halten. Die Status-Tokens wurden mittlerweile schon ein bisschen genervt, aber es gibt auch Token, der den Gegner eine random Chance gibt, eine Runde zu enduren. Boah, das klingt auch nach mies Abfuck. Ja, das sehe ich. Das sehe ich, dass das eventuell ein klein wenig nerven könnte. Ether. Ja. Ist alles sehr durchwachsen, ne? Ah, warte mal, ich merke gerade, ich sollte auch eher mein Makabaya leveln, weil das Level kommt ja von Makabaya dann. Weil die Ability will ich ja von Klefki haben. Dödel. Meine Gegner machen inzwischen über 700% mehr Damage. Ach du Scheiße. Freeze und Sleep Tokens sind mittlerweile zumindest komplett weg. Ja, okay, das klingt nach einer Sache, die ganz gut ist, dass die weg sind. Weil das klingt sehr nervig. Ich glaube, da wäre mein Frustrations- und Toleranzlevel auch ein bisschen zu niedrig, dass ich das gut aushalten würde. Da würde ich ja, das würde mich ja komplett fertig machen. Wir transferen mal wieder ein paar Items. Oh. So viele habe ich bisher gar nicht gefunden. Ich dachte irgendwie, ich hätte mehr. Darum viel Runaway. Ich verstehe. Weil ich da, ich glaube, ich habe sogar schon. Oh. Ja, gut, das war dumm. Echt jetzt. Aber deshalb glaube ich, hatte Sira auch eine Fusion mit glaube Geradax. Weil der vermutlich Runaway hatte. Jetzt ergibt das alles Sinn. Ich meine, ich dachte es mir eh schon, dass da irgendein Sinn wird da natürlich hin da sein. Aber man weiß ja nie, ne? Boah, Bluette. Hätte auch sehr bulky, ne? Aber. Hat aber eine nice Animation auch wieder, ne? Also damit haben sie sich, also sie haben sich wirklich dafür, dass das nur so ein Roguelike ist, sich halt einfach so viel Mühe mit diesen Animationen gegeben. Es schockiert mich irgendwie immer wieder. Ach du Scheiße. Das gibt ein bisschen Steigerungshieb für dich. Zähigkeit, okay. Von mir aus soll in Ordnung sein. Der Nachteil bei Angsthase ist halt, du bekommst auch keine Items. Ja, gut, das ist halt scheiße, aber wahrscheinlich auf einer oberen Ebene ist es dann auch schon wurscht, ne? Nach einer Weile machst du auch irgendwie 90% weniger Schaden. Der beste Weg, um da zu kämpfen, ist eine Sturdy Blissey Fusion mit Metal Burst. Boah, das klingt ja alles unfassbar unspaßig. Das klingt ja nur noch nervig irgendwie. Ach du Scheiße. Das klingt wirklich nicht berauschend, muss ich gestehen. Ich glaube, sobald sich Pumpy halt auch entwickelt, bringt er mir ja auch gar nichts mehr, weil dann hat er kein Pickup mehr. Oder? Weil Donphan dürfte kein Pickup haben. Leider. Warum einfach Classic spielen? Weiß ich nicht. Man muss ja in den Shiny Grind gehen, ne? Den muss man ja mitnehmen. Irgendwie killst du einfach schnell die schwachen Monster, rewards die Items so lange, bis du Meister bekommen, dann gehst du bis zum nächsten Shiny weiter. Wie fangen die dann ihre Shinies ohne viele gute Bälle? Ja, wahrscheinlich, ja, genau das. Die grinden wahrscheinlich am Anfang irgendwie auf Meisterbälle, sobald sie super viel Geld haben.
Und dann, ja, ne? Ich glaube, sobald sich Wadribi entwickelt, muss ich ja eigentlich auch. Wobei ich habe ein männliches Wadribi. Das ist actually ja dann in dem Fall richtig gut. Weil das Teil entwickelt sich halt einfach nie. Das heißt, ich hätte die ganze Zeit Honigmaul am Start. Das heißt, ich mache eigentlich immer Geld plus. Also langsam dürften die Gegnermons auch gerne mal ein Glücksei haben. Es ist langsam die Zeit gekommen. Oh, das ist schon mal stark, einen EP-Pin mal zu finden. Ich glaube, es bringt mich auch erstmal gut weiter. Weil dadurch kann ich natürlich auch. Oder kriegen meine anderen Monster ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Das finde ich auch nice. Aber Classic finde ich inzwischen. Ich habe es mal jetzt dreimal geschafft. Und zumindest für den Stream ist das, glaube ich, nicht mehr so spannend. Ein Zauberwasser wurde gefunden. Auch nicht verkehrt. Ah, komm, ich will jetzt einmal den kurz komplett fit haben. Bevor hier irgendwas ganz, ganz in die Tonne dreht. Boah, Sandkabu? Klingt eigentlich auch geil, ne? Weil der halt Sandsammler lernt. Und ein Geist wäre potenziell. Aber, ist jetzt von den Werten her auch nicht so wild, glaube ich. Na, hallo Zane, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast gut geschlafen und hattest einen schönen Samstag. Bis circa 2,5 kann man sich aber durchboxen, wenn man mit seinem Main Carry Offensiv perfektioniert und im Best Case Multilens mit Loderlied oder Mythenkraft hat. Ja, das sehe ich. Deshalb ist, glaube ich, Celebi auch actually ein ganz gutes Mon eigentlich, was ich da gefunden hatte. Also der ist wahrscheinlich wirklich dann dementsprechend nicht verkehrt. Aber wir sind immer noch plus 2 gut. Also hätte man sogar wirklich überlegen können, ob man mit denen auch reingeht. Samstag war schön, mir geht's gut und wir noch arbeiten. Arbeiten. Und selbst. Ich glaube, wir bleiben sogar einfach bei Nachtnebel. Bei Bürde auch nicht verkehrt. Das kann man in Bürde. Ja, auch Dunkelnebel wegmachen können, aber egal. ja, und bei mir ist auf jeden Fall alles gut. Ich kann mich nicht beklagen. Heute geht es dann noch. Freue mich sehr aufs Street Food Festival, muss ich sagen. Auch wenn der Tag gestern irgendwie auch wieder super schnell verging, weil ich eigentlich so bis 17 Uhr durchgehend beschäftigt war aufgrund von Streamen. Okay, das war nicht so schlau, da nochmal ehrlich zu drücken. Auf jeden Fall aufgrund von Streamen. Was habe ich noch getrieben? Ich überlege gerade, was habe ich noch gemacht? Ich habe noch irgendwas gemacht. Und Sachen aufbauen und so. Aber dafür war es ein sehr guter Samstag. Und ich meine, auch wenn dann mein Wochenende wieder sehr vollgestopft ist am Ende des Tages, habe ich ja jetzt am Ende des Tages auch. Nee, du? Jo, das sind ja schon wieder so viele Sachen. Habe ich ja jetzt immerhin am Ende des Tages auch recht viel geschafft und eh bald Urlaub. Also es ist in Ordnung. Also ist das nicht ganz so dramatisch, Gott sei Dank. Boah, jedes Sonderbonbon ist eigentlich jetzt schon ziemlich geil. Weil die brauchen wir. Ich muss Zeraora mal höher gelevelt bekommen. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, Dreifachachse ist ja eigentlich auch gegen Eternatus ganz geil. Weil das ja öfter hittet. Und dadurch natürlich auch nochmal mehr bringt, vermutlich. Oh. Kann ich den fangen? Oder kann ich den nicht fangen? Nee, kann ich nicht fangen. Schade, dann drücke ich einfach Dreifachachse. So eine Scheiße. Ich hätte ihn aber gerne gefangen. Au! Okay, das ist jetzt. Das ist sehr schlecht. Das ist noch schlechter. Mumie macht wenigstens seine Fähigkeit kaputt. Ich kann ihn halt auch nicht toxinisieren, was eine Kacke. Okay, Feenbrise macht Gott sei Dank guten Damage. Kopfnuss. Oh mein Gott, das zieht so viel ab. Nein, diese scheiß Beere. Mach was Dummes. Kann mit Mogelhieb auch nicht gewinnen. Ach, das gibt's jetzt nicht. Nee, bitte nicht. Wadribi. Käferbiss. Ach. Come on. Vielleicht weil Pumpy genug Def hat oder so. Wow. Schon wieder auf Ebene 50 verkackt. Ich breche im Strahl.